Ja, hallo und herzlich willkommen mitten aus dem Dschungel, ja, und ja zu einer neuen Tour hier auf dem Kanal. Heute bin ich unterwegs mit dem Toasty, der irgendwo hier in dem Gebüsch sein wird. Ah, da ist er. Toasty, hi, hi. Hast du mal getroffen. Ja, wir machen heute eine schöne Runde im Pfälzerwald, insgesamt so 20 Kilometer mit einer Übernachtung. Heute die größten Teil der Strecke, morgen dann nochmal gemütlich zum Auto zurück, ja. Wir haben uns vermutlich den heißesten Tag des Jahres rausgesucht. Aktuell haben wir schon so um die 35 Grad. Gehen um 12 Uhr los. Richtig gut. Ich glaube, das Video heißt die Schwitztor-Tour. Ja, auch schlecht, auch schlecht. Ja. Genau. In der also, ja. Wenn ihr Lust drauf habt, mitzukommen, dann bleibt dran. Gibt ein paar Welten zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, und jetzt weiter dem Weg oder was auch immer das hier ist oder mal war, folgen. Ja, wenn Autobody die Touren plant, dann wird es abenteuerlich. Ja, nicht auf alle Wege. Bei Komoot kann man sich scheinbar verlassen. Also, ich würde mal behaupten, auf dem Weg hier gehen vielleicht dreimal im Jahr jemand. Öfter nicht. Und ordentlich steil hoch. Eieiei. So, also da unten in dem Dickicht war ich eben gewesen. Ich zoome euch mal ran. Und jetzt haben wir uns den Berg hier hochgekämpft. Aber hier wird schon wieder ein gutes Stück flacher und hier ist tatsächlich wieder sowas wie ein Weg erkennbar. Wahrscheinlich war es nur mal ein Rückweg, kein wirklicher Wanderweg, aber naja, was soll's. Ich glaube, wir müssen es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen. Sonst mache ich es nicht bis zum Ende. Ein alter Platz, ja, der immer wieder zum Verweilen einlädt. Hier war ich auch schon zweimal, einmal mit dem Siki und einmal auf einer Solo-Tour. Mit einem riesigen, geilen Stetig. Da passt komplett Ruhrpott Outdoor dran und keiner wird ausgegrenzt. Ja, eine herrliche Aussicht runter hier nach Eppenbrunn. Genial. Jetzt machen wir hier mal, würde ich sagen, ein paar Minuten Pause, bisschen erfrischen und dann gehen wir in aller Gemütlichkeit nachher weiter. Quasi nach den ersten, keine Ahnung, gefühlt 150 Metern. Ja, der Aufstieg war ja schon so ein kleiner Reinfall. Dafür war der Weg hier jetzt, oder der ist noch sehr, sehr schön. Single Trail, dicht bewachsen, schön schattig jetzt hier im Wald. Dafür geht natürlich keine Luft, das ist der kleine Nachteil. Aber da oben haben wir noch einen sehr schönen Felsen, den man so von außen auch nicht sieht und der auch in der Karte so nicht verzeichnet ist tatsächlich. Also zumindest wo ich geguckt habe. Ja, wir sind jetzt eine ganze Zeit lang über diesen schönen kleinen Waldpfad gegangen. Jetzt hatten wir gerade noch mal einen kurzen Anstieg hoch und kommen hier an den Teufelstich. Und ich glaube, da geht sogar eine Leiter hoch. Könnte sein. Auf jeden Fall. Das ist auch wieder ein ganz schön massiver Felsen. Und da werden wir auch wieder mal ein schönes Päuschen machen. Was trinken. Vielleicht, ich glaube, ich esse mal noch eine Kleinigkeit. Ja, oh, bin ich dabei. Aber jetzt gibt es erstmal Teufelstisch für euch. Ne, ich glaube, da geht doch kein Leiter hoch. Ne, da oben ist kein Gitter.
Ja, leider geht doch keine hoch. Also machen wir es uns hier hinten im Schatten ein bisschen gemütlich. Ach, und trinken wir was. So, Toasty, wie besprochen, hast du hoffentlich die 100 Meter Fixseil dabei. Dann gehst du hoch, baust dann eine dreifache Seilwinde auf und ziehst mich dann hoch, ne? Und leg ich einen T5er. Ne, dann legst du, ziehst und sollst mich nur hochziehen über die Seilwinde. Ach so, ja, genau. Ja, den Teufelstisch lassen wir jetzt hinter uns. Und ja, haben jetzt noch etwa 3 Kilometer bis zum Altschlossfelsen. Das ist quasi unser nächstes Ziel. Ja. Und es geht weiter auf schönen, schmalen Waldpfaden. Endlich mal Sonne. Im Schatten hier, das ist ja schrecklich. Wo soll denn da die Bräune herkommen? Ne? Ich hab schon gefroren. Ja. Vergessener Gegenstand des Tages, meine Wanderhose. Ich dachte, ja, für die Hinfahrt ziehe ich noch so eine schöne leichte Jogginghose an, so eine kurze Sporthose und ziehe dann meine Wanderhose hier an. Ja, die liegt zu Hause auf dem Bett, da liegt sie gut. Auf der Fahrt dahin habe ich schon festgestellt, ich habe meine Wanderschuhe vergessen. Also die Salomon, die Sommerschuhe, aber da habe ich mich schon auf der Fahrt dran erinnert. Zum Glück habe ich ja die Gore-Tex-Variante immer im Auto liegen. Also zumindest bin ich nicht mit Straßenturnschuhen unterwegs. Ja, ansonsten habe ich aber tatsächlich dann alles dabei. Sei denn, mir fällt nachher noch irgendwie auf, dass ich einen Schlafsack oder sowas vergessen habe, aber ne, der ist drin. Ja, immer wieder was Neues. Ja, ich war gestern, wie gesagt, ja noch mit dem Soulboy auf Tour. Das Video ist schon online, wenn ihr das hier seht. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ja, da gestern erst spät am Nachmittag heimgekommen, alten Rucksack ausgepackt, dann die Klamotten noch gewaschen und zum Trocknen aufgehängt und dann nach dem neuen Rucksack gepackt. Und dann kommt man halt etwas durcheinander. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Strecke zu den Altschlossfelsen. Ich denke mal, vorher kommt nichts Besonderes mehr. Ja, und dann sehen wir uns spätestens da wieder. Puh. Ja, wir sind jetzt, wir haben relativ schnell jetzt die 3 Kilometer hier abgespult am Stück. Merkt man auch ordentlich, also ordentlich aufs Gas gedrückt. Und jetzt haben wir tatsächlich die Altschlossfelsen erreicht. Wir sind jetzt quasi am Aufstieg zum Felsmassiv. Ja. Da gibt es für euch ein paar Aufnahmen. Wer mehr sehen will, ich verlinke euch mal 2 Videos hier oben. Da könnt ihr mal reinschauen. Ja, ansonsten beim Toast hier auf dem Kanal vorbeischauen. Da kriegt ihr auch nochmal die volle Felsdröhnung. Witzig euch. Und übrigens, wer sich für Höhlenkletterei interessiert, da übrigens auch mal vorbeischauen. Da gibt es einige Videos, wo er im Sack hier unterwegs ist. Thank you.
Die Altschlossfelsen lassen wir jetzt hinter uns und ja, gehen jetzt Richtung französische Grenze. Und ich würde sagen, die haben wir hiermit schon übertreten. Willkommen in Frankreich. So, ich glaube, unser Weg geht aber hier runter. Ja, jetzt gehen wir quasi an der französischen Grenze entlang, eine Zeit lang, und dann mal ein Stück weiter nach Deutschland, mal ein Stück nach Frankreich rein. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein kleines Blechlein, wo wir noch was filtern können. Das wäre super. Prinzipiell würde ich mit dem Wasser auskommen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich noch einen dreiviertel Liter extra jetzt filtern würde, den ich mir dann noch zusätzlich reinschütten kann. Denn es ist richtig, richtig warm. Also jetzt gehen wir gerade ein Stück durch die Sonne und das ist echt abartig. Also heute knallt es wirklich runter. Sind jetzt quasi ja auf dem Grenzweg. Hat noch so eine kleine Hütte, so eine Baracke. Ist aber nichts Besonderes drin. Ich vermute, dass sie vielleicht auch noch zur Jagd genutzt wird. Ja, haben jetzt noch etwa schätzungsweise 5-6 Kilometer bis zum Ziel. Zu unserem angepeilten Nachtlager. Das würdet ihr wahrscheinlich auch wieder erkennen, wo wir dann sind. Und ja, vielleicht oder hoffentlich finden wir, wie gesagt, noch eine Quelle zwischendrin oder ein Bächlein. Das würde ja schon reichen. Da unten plätschert's. Jawohl. Jackpot, das heißt einmal satt trinken. Oh ja. Oh ja. So, jetzt suchen wir eine schöne Stelle, wo wir hier runterkommen und dann wird Wasser gefiltert. Oh, das war gerade ein, ein richtiges Freudengeräusch. Plätschern. Ja, wurden erhört. Vielleicht geht es oben sogar noch besser, hm? Da kommen wir sogar noch näher ran. Ja, doch. Ja, wunderbar, sogar auf unserem Weg. Und es ist nicht eingezeichnet gewesen. Wahnsinn. Wir wurden erhört. Glaubst du? Oh, ein kleiner Bach, kleines Rinnsal. Boah, das tat jetzt mal richtig gut. Ordentlich Wasser getrunken, einen zusätzlichen 3,5 Liter habe ich jetzt weggehauen. Ein bisschen was auf den Kopf. Ja, und noch mal alle Flaschen vollgefüllt. Jetzt muss ich über diesen Fluss drüber springen und dann geht's weiter auf dem Grenzweg. Ja, das Ding hat sogar einen Namen. Der Buchbrunnen. Ja, also plätschert direkt von hier oben runter. Viel näher an der Quelle geht also auch nicht mehr. So, jetzt haben wir noch etwa 7 Kilometer. Haben eben nochmal genau geguckt. Bis zum Ziel. Wobei die ein oder andere, den ein oder anderen Schlenker werden wir vielleicht noch auslassen. Schauen wir mal, wie es so weiterläuft. Ja. Aber als nächstes ist das Ziel, die Zollstockhütte. Da werden wir auch mal wieder eine schöne Pause machen und mal ein bisschen sitzen. Das ging hier nicht so gut. So, wo geht's her? Ah, hier sind wir übrigens an der Grenze. Fraglich, war die zu Corona-Zeiten auch gesperrt? Bestimmt, ne? Ne, jetzt hier die. Die Grenze, da durfst du nicht nach Frankreich. Das ist ja sogenannte grüne Grenze. Ja, man weiß es nicht. Ja, und tatsächlich, habt ihr Schilder gerade gesehen, ist hier auf der anderen Grenze, auf der anderen Seite der Grenze direkt das Camp Militaire de Beach. Also ein Truppenübungsplatz. Vom französischen Militär. Der wird hier einfach nur quasi auf dem Hauptweg steht halt ein Schild, dass es ein militärisches Sperrgebiet ist und
Betreten verboten ist, weil scharf geschossen wird. Aber einen Zaun gibt es nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie quer durch den Wald gehe, was ich ja in Deutschland darf, stehe ich plötzlich mitten auf dem Feld. Finde ich ein bisschen grenzwertig, muss ich tatsächlich sagen. Entweder mache ich sowas zu oder eben nicht. Jetzt geht es wieder ein Stück Berg hoch. Puh. Aber schön der Wald hier. Tief im Pfälzerwald sind wir, immer noch auf dem Grenzweg. Hier haben wir die Grenze, da Frankreich, hier Deutschland. Ja, ab und zu sieht man mal so angelegte Hügel, also die nicht so wirklich in die Landschaft passen. Vermutlich mal, vielleicht waren es mal früher Grenzbefestigungen im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten. Hier geht es jetzt die ganze Zeit berghoch, bergrunter. Immer mal wieder höher oder steiler oder flacher. Ja. Haben wir jetzt tatsächlich den Weg umgeplant, also einen Schlenker über Frankreich lassen wir aus. Ja, spart uns nochmal 2 Kilometer, brauchen wir jetzt bei der Hitze nicht. Wir sind am Zwischenziel Zollstockhütte angekommen. Echt schön die Hütte, schön sauber hier alles. Hier jetzt noch eine Feuerstelle, ob die offiziell ist oder nicht offiziell, weiß ich nicht. Wobei, wenn die nicht offiziell ist, dann wäre die wahrscheinlich weggemacht worden, schon lang. Weil der Tisch drin, der sieht ganz frisch aus. Ja, machen jetzt hier mal noch mal eine kleine Rast und dann haben wir noch 1,5 Kilometer etwa bis zu unserem Ziel. Und da geht's hier wieder den Berg ein Stück hoch. Danach aber wieder runter, aber dann am Schluss kommt noch mal einmal der heftige Anstieg. Ja, die Sonne steht schon tief. Wir haben jetzt 6 Uhr. Haben jetzt ordentlich Pause gemacht an der Zollstockhütte. Ja, und jetzt gehen wir die letzten 2 Kilometer etwa noch bis zum angepeilten Übernachtungsspot. Ja, geht gerade direkt wieder berghoch. Wasser dürfte auf jeden Fall ausreichen. Und dann wird nachher mal ordentlich was gekocht. Und heute tatsächlich eine Premiere. Es wird vegan. Denn ich habe einen Veganer dabei. Und dann habe ich mich mal drauf eingestellt. Machen schöne Wraps. Wobei ich nicht weiß, ob die vegan sind, aber die müssten eigentlich vegan sein. Wenn nicht, komme ich dir da entgegen. Ja, also vegetarisch ist für ihn auch. Vegetarisch ist auch in Ordnung. Ja, genau. So. Aber hier in dem Wald hört man tatsächlich 0 Zivilisationsgeräusche. Warte mal. Doch, da ist ein Flugzeug. So einsichtig, was gerade gewartet hat, bis du es gesagt hast. Aber ansonsten jetzt die ganze Zeit. Die halbe Stunde, wo wir Pause gemacht haben, nix. Richtig genial. Nur die Grillen, die hier zirpen. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Übernachtungsspot. Oh, alter Schwede, das war nochmal ein Aufstieg. So, Rucksack ab und trinken. So, in eurer Abwesenheit habe ich das erste Radler fast auf Ex gezogen. Der Platz hier dürfte einigen von euch noch bekannt vorkommen, denn hier war ich schon mal. Letztes Jahr zur Jahresabschlusstour mit dem Siki und dem Schaki. Damals war es hier oben sehr frostig, so frostig, dass der Siki sein Lager morgens abgerissen hat. Und früher nach zum Auto zurück ist, weil er ja eigentlich eiskalt hatte. Heute Nacht werden wir definitiv nicht kalt haben. Nee. Die Temperaturen gehen heute minimal auf 19 Grad zurück. Angenehmer Windgrad, hier ist gerade schön schattig. Jetzt müssten wir so noch Temperaturen so Mitte 20 haben. Das ist gerade echt angenehm. Ja. Bauen jetzt gleich mal in aller Gemütlichkeit auf. Und dann kochen wir nachher eine Kleinigkeit. Ja. Dann gibt es schöne Wraps. Bisschen Gemüse dazu und so eine Bowl. Das seht ihr dann. Bist du auch so fertig? Ja, ich bin auch ziemlich im Eimer. Wahnsinn. Also wir haben jetzt 13 bis 14 Kilometer gemacht, würde ich schätzen, mit vor- und zurücklaufender Kameraarbeit. Die halt bei dieser Temperatur und hoch und runter, dann habe ich gesehen. Das war schon knackig. Aber cool.
Ja. Definitiv. Sehenswert, absolut. Pfälzer Wald halt. Ja, Pfälzer Wald halt. Geht raus. Ja. Ja, ich hatte eben noch das Gefühl, dass ich noch irgendwas vergessen hatte. Und das waren ja, wie gesagt, meine Schuhe hatte ich vergessen, dann habe ich meine Hose vergessen. Alles kein Problem, die Schuhe da sind eingelaufen, hat top gut geklappt. Mit der Hose auch kein Problem, kein Wolf gelaufen, perfekt. Und als ich jetzt meinen Rucksack ausgepackt habe, habe meine Hängematte hingehängt und dachte so, jetzt musst du noch den Underkilt drunter hängen. Und dann war es das. Topquilt habe ich nämlich den neuen Amazonas dabei, aber Underkilt habe ich leider gestern nach der Tour mit dem Soulboy den Topquilt einfach nur in einen anderen Packsack umgepackt, statt den Underkill zu nutzen. Total dämlich, aber ich habe jetzt somit auch die Frage beantwortet, kann man einen Cumulus Topquilt auch als Underkill nutzen? Ja, das Ganze funktioniert. Also ich habe jetzt einfach die Gummischnüre, mit denen das Ganze quasi hinten normalerweise zu ist, abgemacht. Habt ihr quasi jetzt hier das Band, was um den Hals geht, verlängert hier eingehängt. Somit habe ich hier, wie gesagt, eine sehr, sehr breite Basis. Das Ganze wird wahrscheinlich auch nur im Sommer jetzt funktionieren. Ja, und hinten dran habe ich das Ganze jetzt einfach an den Aufhängeschlaufen vom Topquilt befestigt. Es gibt auch ordentlich nach. Im Fußbereich ist natürlich dann ein bisschen weniger Isolierung, habe aber gerade mal Probe gelegen, reicht vollkommen aus. Jetzt für die Temperaturen, ich habe ja auch noch den Fußsack von dem Amazonas Topquilt und reicht also vollkommen, sehr schön. Also Underkilt als Topquilt funktioniert. So, Toasty hat auch fertig aufgebaut, schauen wir auch mal gerade vorbei. Oh, und immer noch Durst, du. So, was hast du hier? Wahnsinn. Ich habe das Serenity Tent von Six Moon Design. Ja. Ein Teil vom Gatewood Cape. Also das Innenzelt von dem, ne? Genau, richtig. Ja. Kann man ohne Innenzelt nutzen oder eben mit diesem Innenzelt. Mit einem und bei dem Wetter aufgestellt. Genau. Oh, nun du nutzt auch teilweise die Swiss Piranha. Ja, genau, die guten Schweizer, ja. Also ich nutze die an der Seite, brauche ich sie nicht, aber ja, da wo es richtig ordentlich halten muss, weil die Dinger sind bombenfest. Die sind geil, ja. Also dann fliegt vorher das Zelt weg, aber die Dinger halten. Cool. Und hier drin, was hast du, eine Thermarest-Isomatte? Erstmal habe ich eine gute Evazode. So eine super dünne, aber ja, die ist eigentlich nicht als Isolierung, sondern wirklich nur damit. Rutschen hier. Ja. Damit die Matte nicht verrutscht, ja, hier, genau. Dann genau die Thermarest hier, die berühmte Knistermatte. Die Knistermatte, ja. Ich finde nicht, dass sie knistert, aber oder mich stört es nicht, sagen wir es mal so. Ja. Und dann ein Cumulus. Cumulus auch. Ja. Der Lightline bis 5 Grad. Ah ja. Also modifiziert natürlich, klar. Mit ein bisschen Farbe und so. Ja. Also unter anderem, dass er innen blau hat. Ich habe bewusst innen eine hellere Farbe gewählt, weil wenn ich den aufmache, möchte ich sehen, wenn da irgendwelche Krabbeltierchen drin sind oder Dreck. Deswegen innen eine hellere Farbe. Macht Sinn. Genau. Ja, heute ist kein Regen angemeldet. Wo soll der auch herkommen? deswegen lasse ich heute auch mal das Tarp weg. Toast hier auch nur im Mückenschelter mehr oder weniger. Ja, und hier oben ist es eigentlich auch nicht feucht, also hier sind relativ wenig Viecher unterwegs. Und dadurch, dass jetzt hier auch noch ein Lüftchen geht, da haben wir auch keinen Bock drauf, also schwirren die auch ab. Gut, dann machen wir gleich mal was zu essen, ne? Ja. Ja, Knast. Kommen wir zum gemütlichen Teil des Tages. Wir fangen jetzt mal das Kochen an. Also ich habe hier jede Menge Gemüse dabei, Zucchini, Tomate, Frühlingszwiebel, Zwiebel. Da kocht jetzt gerade ein bisschen Wasser. Und heute gibt es ja so eine Oriental Bowl. Ich habe von denen her so ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Von Freak of Nature bei Instagram, könnt ihr mal reinschauen. Die haben ja diverse so vegane Gerichte tatsächlich. Irgendwelche Patties, irgendwelche Bowls, irgendwelche. Was hatten sie noch gehabt? Was war noch dabei gewesen? So ein Sweet Potato Curry war dabei. Stimmt, genau, Sweet Potato. Und noch ein viertes. Einfach mal, sollten wir mal die Sachen austesten, meine Meinung dazu sagen. Ich bin ja sonst eher so der Typ, entweder Trekkingnahrung oder tatsächlich hau ich mir ein Stück Fleisch in die Pfanne oder ein paar Würstchen. Da ich heute einen Veganer als Gast habe, das klingt immer so komisch, ich habe einen Veganer als Gast. Da ich heute den Toasty als Gast habe, der hauptsächlich sehr sich vegan ernährt. Ist ja sehr nett, ja. Der sich vegan ernährt, dachte ich, probieren wir das mal aus, das ist die perfekte Gelegenheit. Von den Inhaltsstoffen sieht es auch ganz
gut aus. Ich bin gespannt. Ja, das machen wir, ein bisschen Gemüse dazu. Und das Ganze dann in Wraps einwickeln. Ja, das wird, denke ich, ganz lecker. Genau, total gerne zum Inder. Ja, Inder. Weil die Inder haben geile Gewürze, das ist einfach... Ja, als Veganer ist halt bei, bist halt beim Inder auch gut aufgehoben. Ja, weißt der Deutsche würzt da meistens mit Pfeffer und Salz, dann war's das, ja. Und der Inder, der haut da, ich habe keine Ahnung, was die alles reinhaut. Wir haben uns vor kurzem haben wir jetzt Kreuzkümmel für uns entdeckt. Oh, Kreuzkümmel, ja. Das ist geil. Vor allem so in den Reis rein oder so. Boah, das gibt's richtig so. Das ist genauso dieses indische Gewürz, dieses typische, was das so ja, aus der Küche immer so riecht. Das ist richtig klasse. Das mal hier. Ja, also die Bowl, die zieht jetzt so ein bisschen durch, riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. Da ist das geschnittene Gemüse, das jetzt gleich angedünstet wird. Und dann kommt noch ein bisschen Zwiebeln, Tomaten roh rein. Könnte eine leckere Sache werden. Autobody ist vegan. Premiere. Na gut, ich habe auch Pommes gegessen. Gestern war auch egal. Zwei Löffel von unserem ja, Hirse-Gemüsegericht. Bisschen Zwiebeln oben drauf. Und ich reiche die Tomaten. Oh, da hat jemand der, ja, der Magen, genau. Der freut sich schon. Oh, super. Und dann rein in die hohle Birne. Das ist tatsächlich wie so ein ja, orientalischer Döner, ne? Ja, so ein genau. Falafel-Messer, so in die Richtung. Also super. Ich habe auch schon einen. Das war auf jeden Fall keine schlechte Wahl, da noch Sriracha dran zu machen ans Gemüse. Gibt eine schöne Schärfe noch dran. Aber nur so ganz leicht, dezent. Echt lecker, also das Gericht kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Klar, man sollte noch ein bisschen frische Sachen dazu machen. Wir haben jetzt gemerkt, dass ich die Hirse hätte ich länger kochen müssen. Die ist noch so ein bisschen leicht kernig, aber überhaupt nicht stören. Das ist jetzt nicht so, als ob man auf irgendwelchen harten Kernen drauf rumbeißen wird, sondern die lässt sich zerkauen. Ja. Ja. Ich finde auch die Mischung klasse mit dem gebratenen Gemüse und dann die Tomaten, aber rote und die, Zwiebeln. Rot ja, die rote, machen, rohe Zwiebel, die macht die jetzt nochmal. Es gibt noch so ein bisschen knackig, nochmal ein bisschen dahinter, noch ein bisschen Pfiff. Ja. Also ich finde es super, sehr lecker. Genau, also wir haben jetzt jeder noch so 2-3 Wraps vor sich und den Rest löffeln wir dann so aus der Schüssel. Genießen den Abend, ja, und ich melde mich später einfach nochmal. Die Schärfe ist klasse, die kommt ein bisschen so hinterher auch noch, Im Dezember hatten wir hier riesige Eiszapfen gehabt, dann morgens. Da war alles vereist, was wir hier hatten. Brutal. Was da auf dem Felsen runtergetropft ist. Alles soweit verputzt. War eine richtig leckere Angelegenheit. Jeder hat jetzt so 4 von diesen kleinen Wraps. Und der Toastie hat noch den Rest dann aus der Schüssel noch rausgelöffelt. Ich war pappsatt. Ja, habe jetzt noch ein halbes Radler. Das trinke ich noch in aller Ruhe. Ich denke mal, richtig alt werde ich heute Abend nicht. Der Tag steckt mir ganz schön in den Knochen. Ah, aber nochmal, einfach herrlich hier draußen. Also ich immer nur jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Dass ich ja, die Nacht wird genial werden. Toasti erkundet noch ein bisschen die Gegend. Auf dem Felsen oben drauf. Ja. Und ich mache es mir hier ein bisschen gemütlich. Ich glaube, ich gehe mal in die Hängematte. Ich glaube, ich habe gestern Abend gar nichts mehr gefilmt, als ich ins Bett bin. Egal, einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, wie ihr seht, hatten wir einen herrlichen Sonnenaufgang hier im Pfälzerwald. Oh, die Nacht war sehr warm. Ja, der Topgrill, der Zandergrill hat 1A funktioniert. Ich habe eine schöne Stoffrisur.
Ja, der Amazonas Topquilt, den habe ich fast gar nicht gebraucht. Habe da quasi nur meine Füße drin stecken gehabt, aber danach quasi alles irgendwie in die Mitte verwurschtelt, weil sonst wäre es einfach zu warm gewesen. In den Morgenstunden hatte ich mich mal, ja, vielleicht bis zum Bauchnabel dann so ein bisschen zugedeckt. Aber jetzt liegt das Ding auch schon wieder nur nebendran. Also da irgendwie ein Fazit abgeben zu können, ist definitiv viel zu früh. Da müssen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Nächte so um die, ja, zwischen 5 und 10 Grad folgen. Aber prinzipiell von der Gemütlichkeit ist das Ding klasse, weil ja, es ist recht breit. Ist auch tatsächlich auch ein Vorteil gegenüber meinem Cumulus Topquilt. Ja. Toasty ist auch schon eine Zeit lang wach. Haben auch schon ein bisschen gefilmt, Sonnenaufgang. Ja, und jetzt werde ich mich mal tatsächlich aus der Hängematte rausschälen. Und dann wird mein Kaffee fertig, ne? Ein bisschen Kleinigkeit frühstücken. Und dann können wir gut in den Tag starten. Mal einen zu blocken und Ersatz dabei vorzuhaben. Würde ich mal auch noch nicht sein. Beim Toasty gibt es heute Morgen ein selbst zusammengerührtes Müsli Porridge. Ne, Müsli eher, ne? Müsli. Müsli, ja. Ja. Und ich habe so ein mal Pekanuss fertiges Porridge dabei. Ich weiß, dass die nicht ganz süß sind. Ich bin gerade froh, dass der Toasty noch ein bisschen Bananenchips dabei hatte. Habe ich mir jetzt noch ein paar hier rangebröselt. Und dann sollte das auch eine ausreichende Frühstücksgrundlage sein. Das sind dann hier locker 250 Gramm. Das reicht auf jeden Fall, um jetzt noch die nächsten paar Stunden hier ein paar Kilometer im Pfälzerwald abzuwandern. Ja, der Rückweg. Also ich glaube, großartig an Felsen werden wir nicht vorbeikommen. Es werden wahrscheinlich auch ein paar sehr schöne Waldpfade werden. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht mehr großartig filmen. Vielleicht schon. Mal gucken. Vorsorglich sage ich an der Stelle schon mal tschüss. Wie immer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tour mit dem Toasty hat euch gefallen. Ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Mal schauen, mit wem ich dann auf Tour bin. Ja. Ciao. Ciao. Spinnen die Maschine. Oh ja. Das schon. Boah, ist das Ding so leicht, ey. So, außer von dem lauter Schwung ist die gleich hier, was man sich überhin schmeißt. Dann folge mir unauffällig. Folge dem roten Licht, oder wie war das? Das ist ein roten Fähnchen. Hey, genau du da. Ich glaube, du hast noch nicht abonniert, oder? Also drück mal jetzt den Abo-Button. Also klick. Und wenn du gerade dabei bist, nehmen kannst du eine kleine Glocke. Klick, die auch aktivieren. Dann verpasst du kein Video mehr. Dankeschön.